Und da sind wir wieder mitten in der Dunkelheit. Lara ist in diesem Level hier unser Angel of Darkness. Und muss Buße tun. So viel haben wir schon rausgefunden. Und wir haben rausgefunden, dass wir der 3 folgen müssen. Der hier. Das ist die 3. Folge der 3 hieß es. Und das tun wir jetzt. Und mal sind wir mal gespannt, wo uns die 3 hinführt. Hoffentlich zu keinem schrecklichen Gegner. Folge der 3. Wir müssen weiter der 3 folgen. Kommen jetzt hier wieder durch diese ganzen Poolräume. Es sind nur keine Pools mehr da. Die sind jetzt dunkel und voll mit, keine Ahnung, was schwarzer Lava. Das ist die 1. Wir müssen der 3 folgen. Das heißt, wir dürften hier richtig sein, oder? Nee, das ist die 2. Hier ist die 3. Ja. Folge der 3. Und jetzt sind wir hier. Apropos folgen, folgt mir auf Instagram. Nein, Spaß. So, wir sind jetzt hier in einem bestimmten Inselteil vom Flair wieder angekommen, aber mit Kombination Tomb Raider 1 Figuren aus Peru. Spinnenweben und hier wieder schwimmende Inselfeeling. Und ich glaube, jetzt wird's bitter. Jetzt wird's bitter. Ich habe das im Gefühl, dass es nicht lustig wird. Aha. Finden auf jeden Fall nochmal Munition, was kein gutes Zeichen ist, wie gesagt. Medipacks, was gut ist, brauchen wir bestimmt. Oh je, Leute, und jetzt wird's spannend. Kommt jetzt das Finale von Tomb Raider Shattered Memories? Es bleibt spannend. Kommen natürlich diese Viecher erstmal. Gut, dass wir dafür Schrotmunition haben, aber ich weiß nicht, ob wir sie dafür schon verschwenden sollten. Gute Frage. Aber ich sag mal so, falls wirklich der Drache kommen sollte, was ich nicht hoffe, bringt die Schrotflinte eh nicht viel. Okay, da hat sich gerade eine Tür geöffnet. Hier ist überall nichts. Und da müssen 2 Schlüssel rein. Oder Masken oder Plaketten. Ich glaube, da müssen Plaketten rein. Und die suchen wir jetzt hier drin. Ist kein Copycat-Land mehr. Aber es kommt trotzdem Typen, die wahrscheinlich die Plaketten verlieren. So sind die so. Okay. Das war jetzt, glaube ich, Munitionsverschwendung. Aha. Aber wir werden sehen, was passiert. Wir werden das schon alles schaffen. Das hat der auch was verloren? Ja, aha. Genau, Munition. Ach, da ist ja schon eine Plakette. Eine haben wir schon mal gefunden. Aha. Ich hoffe jetzt nicht, dass wieder so 1000 Gegner hier um die Ecken kommen. Gar keinen Bock drauf. Hier ist es alles sehr, sehr dunkel. Und es deutet alles sehr, sehr stark auf den Hort des Drachen hin. Vom ganzen Aufbau hier. Es ist zu ähnlich alles hier. War da gerade ein Gegner, den ich im Augenwinkel gesehen habe, oder habe ich mir das eingebildet? Da ist einer. Oh mein Gott. Jawohl, ein Schuss, den haben wir, glaube ich, beim Dino gespart. Kann das sein? Wo ist er denn? Da. Das war schon mal gut. Was nehmen wir jetzt? Das will ich aufheben. Wir nehmen jetzt Pistolen. Machen wir es auf die altbewährte Weise. Ist ja nur ein Tassenwerfer. Ist ja nicht so schlimm.
Und er haut sowieso ab, weil er Schiss hat. Genau. So sehe ich das auch. Aha. Jetzt gucken wir aber erst nochmal hier kurz in die Ecke. Da noch was ist. Aha. Und dann holen wir uns die Plakette Nummer 1. Ich merke wirklich, wie hier gerade meine Corona-Stimme verloren geht. Haben wir gerade Leben verloren? Am Feuer? Pff, egal. Wir wuppen das hier schon. Gott, das wird alles größer hier. Jetzt leuchten wir erstmal rundherum ab. Dann nehmen wir die Plakette mit. Dann müssen wir aber noch eine zweite finden. Die wird aber nicht unweit sein, glaube ich. Gucken, was sich dann öffnet, wenn wir die Plakette aufheben. Nehmen wir sie erstmal mit. Jetzt habe ich noch keinen Schiss. Aber wenn wir die einsetzen, die beiden, dann... Was zum Henker? Ich habe Gänsehaut und doch Angst. Leute, ich habe wirklich Gänsehaut. Und wenn ich das sage, meine ich das auch so. Wir nehmen jetzt doch die Waffe, weil es ist mir egal, ob ein Dino... Acht? Wir hatten vor 2, 3 Folgen noch 0. Okay. Also Medipack-Sorgen haben wir anscheinend keine mehr. Ja, jetzt gilt's, oder? Wir haben genug Medipacks, Leute. Jetzt können wir Party feiern hier. Oder auch nicht. Oh Gott, sind die stark. Leute, was war das? Mit diesem Kreuz, an dem Lara hing. Ist das nicht ein bisschen unchristlich? Aber die sind ganz schön stark hier, diese Viecher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wir haben sehr viel Munition. Und wir sparen gerade sehr viele Medipacks. Und es ist auch so dunkel. Ich krieg da echt Gänsehaut bei sowas. So dunkle Level, wo so gruselige Gegner rumlaufen und dann noch solche schrecklichen Geräusche sind. Also Lara muss hier wirklich Buße tun. Also das muss ich jetzt eben lassen. Das hat's aber auch verdient. Okay, also Lara hing am Kreuz, das haben wir gesehen. Krass, das Ganze. Lara, so habe ich noch nie gesehen, am Kreuz hängend. Und das hat mir wirklich Gänsehaut gemacht. Auch da mit dieser Musik und so. Ich hatte wirklich, und das ist nicht nur ein Spruch, im ganzen Körper Gänsehaut. So hat mich das hier gerade schockiert. Und es kommt selten vor. Es kommt vor bei Tomb Raider, dass ich Gänsehaut bekomme, aber selten. Und hier haben wir jetzt wieder ein großes Blutbad. Durch das wir warten können. Okay. Bisschen krank ist der Levelbauer auch, oder? Sogar die Pistolenschüsse sind rot, seht ihr das? Ist ja krass. Ich hab gedacht, ich nutze jetzt gerade mal ein paar Ersatzfackeln, um ein bisschen Fackellicht zu sparen. Indem wir hier mal diese Runde drehen, weil so kann man auch alles sehen. Da drüben geht's raus. Ist aber überall nichts. Da müssen wir raus. Es ist nur die Frage, ob in der Mitte von diesem Raum, wie viele Fackeln haben wir denn? Ach, 13 noch, okay. Alles gut. Nehmen wir nochmal eine. Aber in der Mitte dieses Raumes, die bringt gar nicht mal viel. Was liegt aber da, ist nichts. Gut, dann klettern wir jetzt da raus. Gucken, ob wir dann da die zweite Plakette finden. Oder
oder was da auf uns wartet. Wieder ein Hebel. Aber hier sind keine Gegner. Noch nicht. Ich glaube, das ändert sich noch. Jetzt gucken wir erstmal kurz hier nochmal alles ab. Aber hier liegt gar nichts mehr in den Ecken rum. Das werden wir öffnen wahrscheinlich mit dem Hebel. Da kommen bestimmt wieder 1000 Gegner um die Ecke. Das würde mich nicht wundern. Dann setzen wir die beiden Plaketten ein, die wir gefunden haben letztendlich. Und dann kommt das dicke Ende. Und auf das bin ich sehr gespannt. Und ich fürchte es, das muss ich auch sagen. Jetzt erlischt auch noch das Fackellicht, das macht's nicht besser. Oh Gott. Gut, dass wir so viele Medipacks jetzt noch gefunden haben. Oh Gott, das sind hier die... Ja, das ist der vom Opernhaus. Zwei Stück von dem Opernhaus-Gegner. Krass. Das wird jetzt übel. Aber ich wusste, dass wir nicht unversehrt bleiben werden. Ja, da reicht ein kleines. Also es reichen irgendwie kleine. Also wir haben schon wirklich viel geschafft. Ich speichere es gerade mal zwischen. So, stirb! Jetzt nehmen wir nochmal ein großes, dann haben wir immer noch 6 große, das ist gut. Okay. Alles klar. Der hat eine Palette verloren. Die brauchen wir. Aha. Ganz wichtig. Der hat Schrotmunition. Weiß ich nicht, ob wir die nochmal brauchen. Eher weniger, würde ich jetzt schätzen. Dann haben wir nochmal Munition. Medipacks, ganz wichtig. Jetzt haben wir da 7. Und nochmal Munition. Schade, dass wir keine Uzi haben. Guck nochmal, aber wir haben keine Uzi. Die wird uns in diesem Level leider nicht gegönnt. Das heißt, wir müssen jetzt beim finalen Showdown, der sicher kommen wird, mit Automatikpistolen auskommen müssen. So, und jetzt wird's spannend, Leute. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Doch, Lara, sie kommt. Oh oh. Wie sie Schiss habe ich. Muss ich zugeben. Mystische Plakette Teil 2. Okay. Was hier passiert? Wir können schon mal linsen. Da liegen Aufzeichnungen. Da steht eine Statue. Was passiert, wenn wir da hingehen? Das große Finale von Tomb Raider Shattered Memories, schätze ich jetzt mal. Ich weiß es nicht, aber ich habe so ein Gefühl. Ja, das sehen wir in der nächsten Folge. Bleibt gespannt, wir sehen uns dann. Ciao.